Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer, man mag es kaum glauben, neuen Limited Edition aus der Drogerie. Heute habe ich hier die Vintage Beach LE von Essence und ich muss sagen, es sieht super, super schön aus. Wir werden heute einen Look damit schminken, wir werden schauen, lohnen sich die Produkte oder ist das vielleicht eine Limited Edition, die man gut und gerne mal in der Drogerie links liegen lassen kann. Ich bin super gespannt und hoffe, es geht euch gut. Was sollen wir quatschen? Ich würde vorschlagen, wir starten direkt. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich lade dreimal die Woche hoch, oft Limited Editions und in den nächsten Wochen kommen auch einige spannende Videos. Wir haben Rare Beauty, wir haben KKW Beauty, wir haben Full Face Videos und neue LEs. Aber wir starten mit diesem ersten Produkt. Und das finde ich ganz spannend. Das ist ein Multipurpose Oil. Damit soll man für die Haut, für die Nägel, fürs Gesicht und für den Körper pflegen. Da ist nämlich Aprikosenkernöl drin und das soll wohl sehr pflegend sein. Ich habe das schon mal getestet und zwar heute Morgen. Ich gebe mir einen Spritzer davon auf die Hand. Das riecht super, super gut und ich nehme wirklich nur ganz bisschen und verteile mir das im Gesicht. Ich habe mich nämlich gerade abgeschminkt und ich mag das total gerne, so eine ganz, ganz dünne Schicht Öl im Gesicht zu haben. Aber man muss wirklich aufpassen. Es darf nicht zu viel sein, ansonsten zersetzt sich oft das Make-up. Ich kann mir das gut vorstellen, hier vielleicht für die Nägel oder so. Ich probiere es mal aus. Es riecht sehr gut. Für die Haare weiß ich nicht. Ich wollte es mir jetzt nicht in die Haare schmieren. Aber ich finde es eine gute Sache, dass immer mal so ein bisschen mehr oder weniger Skincare mit in die Drogerie einzieht. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich glaube ich noch nie gesagt habe in meinen Videos. Mit so Ölen könnt ihr eure Foundations so ein klitzekleines bisschen frischer machen. Also wenn ihr beispielsweise, welche Foundation ist super, super trocken, die Huda Beauty Foundation, ein wirklich minimalen Spritzer davon in die Foundation und dann ist die im Sommer ein bisschen leichter, ein bisschen glowiger und nicht ganz so schwer und nicht so matt. Mache ich sehr, sehr gerne. Ich nehme oft verschiedene Öle. Meistens habe ich jetzt in letzter Zeit von Catrice dieses Clean Eddy Carrot Glow Oil genommen. Funktioniert sehr, sehr gut. Funktioniert nicht mit jeder Foundation, also probiert es vielleicht mal an einem Tag aus, wo ihr es nicht ganz so eilig habt. Ich bin jetzt aber super gespannt, wie sich die Foundation auf dieser Base verteilen lässt. Der Glow ist auf jeden Fall da. Ich habe so ein paar kleine Unreinheiten, Augenringe sind am Start. Ich habe noch keine Color Correction gemacht. Deswegen starten wir jetzt mit einer Foundation. Und ich glaube, wir benutzen heute wirklich mal die Huda Foundation. Die ist ja wirklich super, super matt. Und ich gebe mir davon zwei Spritzer auf meine Mischplatte. Und einen Spritzer von diesem Öl. Wirklich nur minimal. Und dann mische ich mir das so ein bisschen zusammen. Und ich hoffe, dass die Foundation sich jetzt nicht zersetzt. Aber, es sieht gut aus. Das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Und dadurch habt ihr einfach ein ganz, ganz anderes Finish, ne? Pflegt natürlich zeitgleich noch ein bisschen. Wenn ihr eine ölige Haut habt, empfehle ich euch das nicht. Aber wenn ihr so ein bisschen in die trockene Haut neigt, dann ist das eine super gute Sache. Was wir dafür benutzen, ist diesen Schwamm. Der war mit dabei. Das ist ein Beauty Blender mit so einer super flachen Seite. Und ich nehme einfach mal das Produkt hier auf. Und wir verteilen uns das mal. Und ich mache wie immer erstmal eine halbe Seite und dann schauen wir uns mal das Finish an. Weil ich glaube, mit so einem Öl als Foundation-Mischung kann ich das ganz gut bewerten. Weil ich kann jetzt nicht innerhalb von 5 Minuten die pflegende Wirkung von einem Öl natürlich reviewen. Aber so als kleinen Hack, glaube ich, ist das eine gute Sache. Das sieht aus wie eine komplett andere Foundation. Sehr glowy. Die Deckkraft ist dadurch ein bisschen reduziert natürlich. Was aber gar nicht schlecht ist. Vor allen Dingen hier unter den Augen, wo es bei mir sehr, sehr schnell trocken wird, ist so eine Öl-Foundation-Kombi gar nicht schlecht. Es funktioniert, wie gesagt, nicht mit jeder Foundation. Probiert es einfach mal aus mit einer Foundation, die euch vielleicht ein bisschen zu trocken ist, aber First Impression sieht super, super gut aus. Der Schwamm ist ehrlich gesagt so ein bisschen hart, aber ich glaube, dass die Form sehr, sehr gut zum Baken ist. Ihr habt nämlich hier diese flache Seite und ihr kommt damit perfekt unter die Augen und könnt damit sehr präzise ausblenden. Probieren wir natürlich gleich auch mit dem Concealer aus. Ich muss aber sagen, ich bin extrem überrascht gerade von dieser Foundation-Mischung mit dem Öl. Hauptsache, mein Gesicht hat wieder mal die Farbe meines Hintergrundes, aber you know me, mittlerweile, Freunde, wow. Ich habe euch ein kleines Stückchen näher geholt, dass ihr euch das Finish auf meiner Haut einmal anschauen könnt. Ne? Ihr seht schon, die Deckkraft ist natürlich nicht mehr so hoch, wie sie einmal war, weil durch diese extreme Puderschicht sich einfach die Pigmente anders auf die Haut legen. Jetzt mit dem Öl ist das Ganze sehr, sehr wet geworden und erinnert mich so ein bisschen vom Finish her an die Nabla Skin Realist Foundation BB Cream, wie auch immer man sie nennt.
muss ich sagen, gefällt mir super gut, hat Spaß gemacht. Und das sind so diese kleinen Tricks, ne, die man ab und zu mal integrieren kann ins Make-up, um vielleicht eine Foundation, die nicht mehr so gut für einen funktioniert, weil das Wetter anders ist, die Haut hat sich verändert, kann man sie trotzdem aufbrauchen. Freunde, Team Günstmaus, ich gebe euch hier die Tipps, wie ihr euer Geld sparen könnt, ohne die Foundation komplett wegzuwerfen. Probiert's aus. Alright, ich mache einmal ein bisschen Concealer rauf. Benutze dafür den Tarte Shape Tape. Der passt nämlich farblich am besten zu der Huda Foundation. Das ist der originale Tarte Shape Tape. Ich benutze den ja eigentlich kaum noch, außer wenn ich die Huda Foundation benutze, weil ihr seht, ne, das ist so ein bisschen gelblich beides. Den lasse ich einen kleinen Moment ansetten, gebe noch so ein bisschen Cream Contouring hier hin, ein bisschen höher. Dann nehme ich wieder den Schwamm und blende einfach. Einen Trick habe ich neulich gelernt, den fand ich super, den will ich euch gerne mitgeben, von Harouche, ist eine amerikanische Make-up-Artistin von Jennifer Lopez. Und sie nimmt den Schwamm und hat meistens so ein Tuch, nimmt das Produkt und blendet und dann geht sie in das Tuch rein, um das überschüssige Produkt, was zu viel ist, wieder rauszunehmen. Und dadurch verteilt ihr nicht so viel unnötiges Produkt im Gesicht, sondern wirklich immer nur das, was ihr gerade an der Stelle braucht. Immer wie so ein bisschen rein und das überschüssige Produkt wegnehmen. Okay, ich sette das Ganze einmal ganz kurz mit meinem absoluten Lieblingspuder gerade. Das ist dieses Sensei Puder. Ich muss sagen, das funktioniert bei mir im Moment wirklich am besten. Ich gehe nochmal so ein bisschen unter den Augen lang. Lad den Pinsel ein bisschen auf und dann stempe ich. Ich möchte natürlich jetzt, wo ich so viel Öl im Gesicht habe, nicht so rutschig aussehen, aber ich möchte schon, dass man sieht, er hat viel getrunken, das Olivenölmeer ist zurück und er ist fresh am Start. Funktioniert gut. Wir nehmen jetzt aber trotzdem nochmal die Seite. Komm, wir baken jetzt mal ein bisschen. Schwamm. Ja, ihr kommt damit sehr, sehr gut unter die Augen und ich bake wirklich nur in dem vorderen Bereich. Spitze ist super. Hier ein bisschen unterhalb der Kontur. Mir persönlich ist er ehrlich gesagt ein bisschen zu hart, aber er erfüllt den Zweck. Ich meine, jeder hat so seine eigenen Vorlieben, wie so ein Schwamm zu sein hat. Ich persönlich mag es eher, wenn die etwas weicher sind. Aber das Öl, love it. Ich glaube, zum Bronzen wisst ihr, welchen ich am liebsten benutze. Das ist dieser Glowish Bronzer. Es gibt jetzt wohl ab heute, ja, muss ich gleich bestellen, eine neue Kollektion von Huda, die auch so ein bisschen an diese Glowish-Richtung angelegt ist, aus der Nymph-Reihe. Ich muss sie mal bestellen, weil ich finde, das sieht super, super spannend aus. Und wisst ihr, woran ich immer merke, dass mich etwas interessiert an Make-up-Launches oder neuen Make-up-Launches? Ich weiß ja, dass ihr so Air-Team-Drogerie seid, aber wenn ich persönlich das Interesse an einem High-End-Produkt habe, für mich selber, für meinen Alltag, dann weiß ich, dass das ein ziemlich spannender Launch ist. Okay, Base sieht gut aus. Wir kommen zum nächsten Produkt aus der EE und da habe ich ehrlich gedacht, das ist ein Bronzer, aber ist es nicht. Das ist ein Highlighter, ein Baked Highlighter mit Macadamiaöl. Sieht einmal so aus, kommt wieder in der sehr umweltfreundlichen Papierverpackung, ist selbstverständlich vegan und cruelty-free, hat Vitamin C mit drin und Macadamiaöl und soll für einen Sun-Kissed Golden Glow sorgen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, ne? Aber der ist schon recht weiß und wenn ich ihn mische, ist mein Finger sehr, sehr hell. Ich swatche es einmal ganz kurz. Ja, könnte aber vielleicht gehen. Wir probieren es mal aus. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen fluffigen Pinsel von Letizia und mische einfach. Ja, dann. Das ist ein sehr weicher Glow. Der ist nicht glitzerig. Und farblich passt er sich tatsächlich so ein bisschen an. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ihr habt es vielleicht gemerkt gerade von der Farbe her, weil er ja doch recht hell ist. Aber ich glaube, wenn ihr so meine Hautfarbe vielleicht ein Stückchen dunkler seid, dann könnte das Ganze noch gut funktionieren. Er sieht halt sehr weich auf der Haut aus, ne? Kein grober Glitzer, so ein bisschen gülden. Und dadurch, dass recht viel transparenter Glow drin ist, dieser weiße, wirkt das Ganze so ein bisschen wetter und passt sich an. Ist okay, preislich gut. Ich muss sagen, ich mag das Design der Kollektion sehr gerne. Das werdet ihr gleich bei der Lidschattenpalette sehen. Dieses Aprikot in diesen Streifen, das gibt mir wirklich Vintage-Vibes und ich mag es halt, dass sie wirklich auch mittlerweile mehr in diese Papierverpackungen gehen. Jetzt kommen wir aber zu dem Produkt, ich glaube, was am spannendsten ist und das ist diese Lidschattenpalette. Und ihr seht, das ist hier wie so geflochtenes Bast, wie so ein Strandkorb und tatsächlich ist das auch geflochten. Ne? Also das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Das ist rau, das hat Textur, fühlt sich super an. Es gab, glaube ich, schon mal dieses Design in dieser Fire- und Wasser- und Erd-Kollektion. Das sind diese klassischen Essence
9er-Paletten. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 matte Farben und 4 Schimmerfarben. Aber ich glaube, ihr könnt sehen, wir haben hier diese texturierten Farben, die es ja auch mal bei Catrice gab. Und die sehen super spannend aus, ne? Also das eine ist eher so ein bisschen lila und das andere geht eher so in die goldene Richtung. Hier habe ich es einmal geswatcht. Ja, ich mag diese texturierten Farben sehr gerne. Ich mache einmal die Augenbrauen drauf und dann geht's los. Alright, das Ganze ist natürlich eine recht schlichte Palette, wobei ich sagen muss, dass das eine spannende, schlichte Palette ist. Ne? Wir haben halt diesen super cremigen blauen Ton, den ich mir gut als Inner Corner Highlight vorstellen kann. Der geht auch so ein bisschen in die grünliche Richtung. Wir starten mit diesem Braun hier. Ich liebe solche Farben. Ne? Davon kann ich persönlich nicht genug haben. Die sind, das ist halt mein liebster Look. Wenn ich könnte, würde ich eine Zweier Lidschattenpalette rausbringen. Ein Braun, ein Schimmerton fürs Lid. Das ist mein Everyday Make-up Look. Am besten so ein Bronzerton, so wie der hier. Ne? Könnte wahrscheinlich sogar noch ein bisschen kühler sein, aber der ist super pigmentiert. Und das ist für mich der perfekte Look. Ne? Also Maxim Giacomo Augenentzündung Look ist die eine Sache. Maxim Giacomo Bronzy Goddess Olivenöl Look ist wieder die andere Sache. Ne? Und vielleicht mache ich das. So eine Zweier Lidschattenpalette. Wisst ihr, 7 Euro, 6 Euro, irgendwie so ganz, ganz günstig. Aber es würde halt sehr, 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 sehr gut passen. Habt ihr darauf Lust? Okay, super pigmentiert, ließ sich sehr, sehr gut auftragen. Tatsächlich habe ich gedacht, dass sie etwas softer ist sogar. Aber die ist schön. Das ist auch die dunkelste Farbe in der Palette. Ich gebe mir die jetzt einfach hier nochmal ein bisschen rein. Und dann blenden wir die gleich mit einer anderen Farbe aus, um noch so ein bisschen sommerliche Frische mit reinzukriegen. Ich nehme einen sauberen Pinsel und gehe jetzt hier in dieses Rosa rein. Ich lade den Pinsel gut auf und damit gehe ich einfach hier rüber, um die Kante so ein bisschen, die passen sehr schön zusammen vom Unterton, so ein bisschen zusammen zu blenden und ihr habt sofort ein ganz, ganz anderes Gefühl auf dem Auge. Das ist so ein bisschen frischer, geht eher in die Augenentzündung. Nehme ich mir so ein bisschen hier in die Brauer mit rein. Schön, schöne Farbe. Kann ich mir super gut als Blush vorstellen. Essence Hit Me Up. Ja, die blende ich mir hier richtig schön weit aus, um das Ganze so ein bisschen summery hinzukriegen. Ich will jetzt aber aus Spaß mal hier in dieses Gelb gehen. Oder Orange. Ja, die ist so ein bisschen zarter auf der Brust. Kann man wahrscheinlich auch das Braun sehr gut hier außen so ein bisschen mit ausblenden, um einfach so einen leichten Touch an Farbe zu kriegen. Super pigmentiert. Ich liebe die Farbkombi gerade. Das ist so frisch, einfach, effortless. Jetzt ist natürlich die Frage. Erstmal die Farbe. Sieht fast aus wie Günstmaus aus meiner Catrice-Palette. Ja, geil. Also, das ist so gut wie Günstmaus. Nie aufs Auge. Nee, ich glaube, wir benutzen tatsächlich hier diese Schimmerfarbe, die hier oben. Die gebe ich mir hier außen mal hin. Das macht das Ganze so ein bisschen mehr bronzy. Dann können wir gleich noch so ein bisschen Rot mit reinmischen. Super pigmentiert, aber sehr grob. Ne? Also das ist nicht so ein feiner Schimmer, sondern das ist wirklich so ein Metallic-Ton. Geil. Nur die beiden Farben hier, fantastisch. Unten gehe ich ganz leicht mit dem Rest hier noch ran, um es so ein bisschen zusammenzuziehen. Ich weiß nicht, im Sommer mag ich unten nicht ganz so gerne viel Farbe. Und wir toppen das Ganze mit der Günstmausfarbe. Einfach hier, um noch so ein bisschen mehr Bewegung reinzukriegen. Und yes! Super cremig, muss ich sagen. Also sehr schön und passt halt zu diesem leicht pastelligen Look. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen kommt, wir machen es mal ein bisschen spannender heute. Wir nehmen hier noch so ein bisschen Rosa und blenden das hier weiter nach vorne. So ein bisschen hier raus. Schöne Palette. Erinnert mich so ein bisschen an die Bienen. Wisst ihr noch, wie die Wannabe Your Honey oder so Palette? Fand ich ganz cool. Passt sehr gut. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Blush, der so ein bisschen in die Richtung geht. Deswegen nehmen wir jetzt hier einfach mal den Catrice Cheek Lover Blush. Der hat auch so einen goldenen Ton. Und den blende ich mir hier so ein bisschen hin. Ja. Sonnenbrand ist am Start. Ich gebe mir einmal ganz kurz meine Lashes auf. Jetzt darf ich sie euch zeigen. Ist total ungewohnt für mich. Wir haben hier einmal She's Cute. Ich glaube, She's Cute könnte dazu sehr, sehr gut passen, weil das so ein bisschen subtiler sein soll. Mache ich einmal und dann probieren wir noch ein Produkt auf den Lippen. So, der Kleber trocknet gerade noch so ein bisschen an. Ich wollte mich natürlich auch nochmal bedanken. Das ist nämlich das erste Video, was ich nach dem Launch drehe. Spiegel sind komplett ausverkauft. Die Bundles sind ausverkauft. Von den Wimpern habe ich wirklich noch ein paar da, um
einfach niemandem das Gefühl zu geben, er hätte jetzt sofort kaufen müssen, weil sie da nicht mehr da sind. Spiegel war eine einmalige Sache und das ist der Style She's Cute. Perfekt für wirklich diesen Everyday-Look. Ihr seht, die sind nicht schwer, die sind sehr leicht, das Bändchen ist super flexibel und das passt zu einem einfachen Look. Das verbessert einfach eure eigenen Wimpern. Mascara mache ich gleich noch auf, wenn der Kleber getrocknet ist. Aber vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Falls ihr noch nichts habt, dann schaut gerne unten in der Infobox vorbei. Da ist der Link für euch. Ich gebe mir jetzt noch mal ein bisschen was auf die Lippen. Und zwar ist das hier, dieses Conditioning Coconut Lip Conditioner Ding. Das ist super reichhaltig. Ne? Das ist so eine leicht rosafarbene Flüssigkeit. Und die gebe ich jetzt einfach hier rüber. Und die schmilzt so richtig schön auf euren... Ich habe jetzt nur einen Lip Liner benutzt. Und sieht dann aus wie ein Gloss, ohne dass es so klebrig ist. Das ist halt, kennt ihr so noch diese Baby Lips von Maybelline? So in die Richtung. Ein bisschen pflegend, ein bisschen glossy und passt halt zu diesem super natural Summer Make-up. Also ich muss sagen, hat super Spaß gemacht. Ich habe auch eben meine Base natürlich nochmal von Namen beim Wimpernaufkleben gesehen. Sie sieht sehr, sehr glatt aus. Ne? Auch die Kombination mit dem Öl und so. Super weich, super ebenmäßig. I love it. Auch der Highlighter hat sich jetzt gut in diesen Blush mit eingefügt. Mir persönlich ist er ein bisschen zu hell. Ich glaube, den Beauty Blender bräuchte ich nicht. Ich wollte ihn einfach der Vollständigkeit einmal für euch haben. Ansonsten bin ich gespannt, wie euch die Limited Edition gefallen hat. Schaut gerne unten einmal in die Infobox vorbei. Und vielleicht findet ihr sie ja noch in der Drogerie. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald wieder, Freunde. Tschüss.